wohl mein kürzester Lesemonat, seit ich überhaupt Lesemonate drehe. Und zwar las ich im Juli 2 Bücher zu Ende. Also ich las mehr Bücher, aber die anderen konnte ich halt nicht beenden. Und zuerst las ich Einsteins Irrtum, das Drama eines Jahrhundertgenies. Das ist ein Rezensionsexemplar und die Rezension dazu habe ich auch schon abgedreht. Ich verlinke sie euch unten in der Videobeschreibung. David Bodanis hat dieses Buch geschrieben und es hat mir wirklich gut gefallen. Es geht halt um Einsteins berufliche Errungenschaften und wo er vielleicht nicht ganz so toll reagiert hat und was ihm so in seinem Leben passiert ist, über was für Hindernisse er hinweg musste. Und ja, viel mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Ihr könnt euch ja die Rezension anschauen. Es ist auf jeden Fall ein schönes Buch. So, und dann las ich von Iris Radisch Das Ideal der Einfachheit, Albert Camus, und das ist eine Biografie. Iris Radisch hat sich auch mit Camus Tochter getroffen und hatte verschiedenste Quellen aus Briefverkehr und sonstiges. Das hat sie ja alles mit einfließen lassen. Sie schreibt trotzdem recht subjektiv gefärbt. Also sie lädt manche Situationen emotional auf. Also das ging irgendwie schon mit seiner frühen Kindheit, die wirklich nicht sehr schön war, los. Und sie hat es halt so packend geschrieben, dass ich schon in den ersten 10 Seiten heulen musste. Was jetzt nichts Schlimmes ist. Aber wenn man dann sich schon ernsthaft mit jemandem auseinandersetzen möchte und man möchte dann auch halt sein Leben lesen, dann möchte ich zumindest nicht immer die ganze Zeit diesen Gedanken haben, wie weit färbt sie das jetzt? Inwieweit wird es vielleicht ein bisschen überstilisiert? Generell hatte ich dieses Gefühl nicht. Das war tatsächlich diese Anfangssequenz, wo ich gedacht habe, okay, das hätte man jetzt nicht ganz so arg traurig hinstellen müssen. Aber es war ja auch recht traurig. Also er war halt sehr arm und ist ohne Vater groß geworden. Und zu der Zeit, in der Camus halt gelebt hat, war es auch üblich, die Kinder zu züchtigen körperlich, also sie zu schlagen. Das spielte hier alles so ein bisschen eine Rolle. Mir ging sein Leben unglaublich nah. Also ich finde, die Biografie ist wirklich gelungen. Sie beleuchtet sein frühes Aufwachsen, also wie er überhaupt dazu gekommen ist, dass er angefangen hat zu lesen, dass er angefangen hat zu schreiben, dann seinen weiteren Werdegang, er war ja im Bereich Journalismus tätig, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Dann finde ich, hat sie ein gutes Maß gefunden, nicht zu viel und nicht zu wenig von seinen widerständischen politischen Tätigkeiten wiederzugeben in dem Buch. Das ist ja manchmal nicht so ganz leicht. Wenn man eine Biografie liest, möchte man eigentlich nicht ganz so viel sich mit Politik auseinandersetzen. Es sei denn, man liest jetzt natürlich die Biografie eines Politikers. Aber bei einem Philosophen hält sich bei mir zumindest das politische Interesse in Grenzen. Sie hat es mal wirklich gut gemacht und es ist bei ihm auch nicht wegzudenken, weil er halt einfach sehr aktiv war, was das anging. Was mich auch wirklich bewegt hat, war einfach seine Person und sein Wesen. Also er hat so eine ganz spezielle Art gehabt, sich an niemanden wirklich festzubinden, außer zeitlebens an seine Mutter. Und wie viel von ihm selbst in seinen Figuren steckt, in der Fremde oder der Fall oder der letzte Mensch, das ist einfach ganz toll zu lesen. Und man geht da mit einem ganz anderen Blick an die Werke noch heran. Mir hat diese Biografie unglaublich gut gefallen. Und ich musste auch auf den letzten Seiten ein paar Tränchen verdrücken, weil es mich doch sehr mitgenommen hat und ich habe sie recht schnell gelesen, also es hat mich wirklich gepackt und sie hat auch, immer wenn so Klebchen drin sind, war das entweder ein ganz besonderer Moment in seinem Leben oder sie hat ein ganz tolles Zitat eingeflochten. Das ist nämlich auch vorgekommen. Ich würde die empfehlen für Menschen, die sich mit Camus auseinandersetzen wollen, eine Biografie zu lesen, ohne irgendetwas von dem Menschen gelesen zu haben, finde ich schwierig. Auch hier wird es schwierig werden, weil es wird viel zitiert, es wird auf viele Werke Bezug genommen. Und ein bisschen was gelesen haben sollte man. Ich habe jetzt noch nicht so viel von Camus gelesen. Was habe ich gelesen? Der Fall der Fremde. Ich habe reingelesen in der Mythos des Sisyphos. Den muss ich aber noch mal ganz lesen. Und ich habe noch eins gelesen. Ich komme nur gerade nicht drauf. Ja, egal. Auf jeden Fall hat das gereicht, um der Biografie gut folgen zu können. Ich bin danach so interessiert gewesen. Also noch viel mehr als vorher schon. Das finde ich immer so bemerkenswert. Wenn man sich eine Biografie holt, ist man ja vorher schon interessiert an dem Thema oder an der Person. Und eigentlich sollte es ja dann mit der Biografie abgedeckt sein. Aber sie hat es tatsächlich geschafft, beziehungsweise das Buch oder sein Leben, dass ich so ein großes Interesse aufbringen konnte. Und das hat sich auch bis jetzt gehalten. Also generell nicht nur für Camus, auch für Sartre, Beauvoir und Nietzsche. Für mich ist das alles so, also Nietzsche nicht so ganz, aber
unter dieser Überschrift Existenzialismus, da fange ich jetzt an, mich wirklich mit auseinanderzusetzen. Vorher fand ich ihn einfach nur interessant, weil mir sein Buch gefallen hat. Und jetzt interessiert mich tatsächlich auch die ganze Philosophie, die er so mit verkörpert hat. Und ja, ganz toll. Also wirklich eine Empfehlung, wer sich ein bisschen mit Camus auseinandergesetzt hat, dem wird dieses Buch ganz gut gefallen. Ich habe noch zwei andere Biografien hier, die ich auch lesen werde und werde euch dann irgendwann, wenn ich sie gelesen habe, mitteilen, welche ich am empfehlenswertesten halte. Wie gesagt, hier ist eine leichte subjektive Färbung drin. Muss man wissen, ob man das möchte. Ja, das war schon mein Lesemonat. So kann es auch gehen. Und dann wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Video. Tschüss!